Moin, hier ist Thomas von Weekly 52. Aus aktuellem Anlass gibt es heute eine modifizierte Zeit-ohne-Ende-Folge von Thomas und Thomas vom 31.03.2019. Vor 3 Jahren haben wir die Diskussion um die avisierte generelle Abschaffung der Zeitumstellung thematisiert. Heute wissen wir es besser. Nichts wurde entschieden. Die Zeitumstellung steht jetzt wieder an. Wir plädieren für die permanente Winter- oder besser Normalzeit. Es ist einfach gesünder für den Menschen, wenn sie mehr Lebenszeit mit Sonnenschein verbringen. Und das gelingt nur bei ganzjähriger Normalzeit. Viel Spaß bei der Folge von vor 3 Jahren. Bis dann. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Hast du gut geschlafen? Ach, ich habe es ja immer schwer mit dieser Zeitumstellung. Man raubt mir eine Stunde Schlaf. Ich gucke auf die Uhr und es ist schon 10 Uhr, wenn ich aufwache. Ja, bei mir hat es eigentlich nur Vorteile, weil ich treffe früher auf Menschen, weil ich eine Stunde, was eine Stunde später ist und die Menschen ja eher später aufstehen sonst und ich früher dran bin als Lerche. Ja. Ja, es ist sicher eine schwierige Sache für die verschiedenen Typen von früh oder spät aufstehen. Wie lange gibt es jetzt die Sommerzeit? Ich glaube, 40 Jahre haben wir die schon. Ne? Also, ich glaube, seit 1980 habe ich heute noch gehört. Okay, ja, halt. Also fast 40 Jahre. Genau. War damals ich weiß nicht, ich war noch Kind und ich dachte, das war eine Sensation, weil im Sommer länger hell und so, eigentlich nur Vorteile. Es wurde auch angepriesen als Energiesparmethode. Ja. Und was ist daraus geworden? Tja, die Leute bleiben länger draußen und es ist morgens, ist noch nicht so warm. Also wenn man abends, durch die Gegend fährt, mit dem Auto irgendwo an den See fährt, braucht man mehr Energie. Und morgens, wenn es noch nicht hell ist oder der Tag eigentlich früher ist, laut Uhrzeit, braucht man mehr Energie. Also ich glaube, es ist unbestritten, dass man schon längst herausgefunden hat, dass das irgendwie mindestens ein Nullsummenspiel ist. Also die eigentliche Intention wurde nicht erreicht. Genau, wenn ich negativ, vor allem im Herbst und im Frühling, wenn die Zeit schon umgestellt ist, also so wie jetzt, Ende März, ist es morgen länger dunkel, dann heizt man länger und diese Heizkosten sind viel teurer als das Licht, das man spart im Sommer, wenn man länger hell hat und die Lampen nicht einschalten muss. Ich denke auch, die Lampen sind ja auch nicht mehr so energiefressend wie früher. Und wir gucken dann länger Fernsehen, haben den Computer an, das Tablet, das Telefon. Also die Stromeinsparung ist, glaube ich, schon lange kein Argument. Oder es war gar nicht wirklich ein Argument. Ja, früher vielleicht schon. Ja, eben interessanterweise im Ersten Weltkrieg und auch im Zweiten Weltkrieg haben sie das auch gemacht, damit sie eine Stunde früher anfangen konnten zu arbeiten und so produktiver gewesen sind, offensichtlich. Ja, ich habe mal im Internet nachgeguckt. Ne? Die ursprüngliche Idee hatte Benjamin Franklin gehabt, 1784. Und er hat gesagt, im Sommer früher aufstehen, kann man mehr arbeiten und dadurch mehr leisten oder Energie sparen im eigentlichen Sinne. Und wahrscheinlich waren die Leute dann so müde vom Arbeiten, dass sie am Abend dann um 8 Uhr ins Bett gefallen sind, egal ob es noch hell war. Ja, ich meine, jetzt im Frühjahr, also jetzt noch zur alten Zeit, wann wird es da dunkel? 6, 7 Uhr, ne, je nachdem, wo man ist. Ich meine, es ist ja sowieso merkwürdig, wenn man mal den Erdball uns anguckt mit den Längengraden. Wie war das mal? Pro 10 Grad sind es ungefähr 40, 45 Minuten, ne, die es Unterschied hat. Wenn man mal Griechenland betrachtet und Spanien, dazwischen sind ja schon fast 1,5 Stunden. Also es ist gesehen. Pro Längengrad 4 Minuten und die Differenz zwischen Polen und Spanien oder Mazedonien und Spanien, die haben die gleiche Zeit, ist etwa 1,5 bis 2 Stunden, je nach Jahreszeit. Das ist schon ein krasser Unterschied. Und die haben auch gesagt, wenn man jetzt die Sommerzeit beibehalten würde, dann würde es in manchen Orten in Europa erst um 9:30 hell am Morgen. Man muss sich das mal vorstellen. Also vor allem für den Körper, um diese Zeit aufzustehen, wenn es noch stockdunkel ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass der Körper nicht gemacht ist, während der Nacht aktiv zu sein.
Ja, Also jedenfalls am, am Morgen vor allem. ich kenne viele Leute, die ziemlich früh aufstehen und für die ist die sogenannte Sommerzeit, sie klingt ja irgendwie ganz toll, Sommerzeit, wir haben ewigen Sommer, aber wenn die gerade jetzt im Frühjahr zur Arbeit fahren, ist stockduster und die fänden es bestimmt schöner, wenn es nicht so wäre wie jetzt nach der Umstellung. Die fahren im Dunkeln los und kommen im Dunkeln wieder an. Also das ist sicherlich das Schönste. Also da gebe ich dir recht. Ne? Also jeder hat so seinen Biorhythmus. Obwohl ich mich jetzt gerade frage, was du gerade gesagt hast, ob sich die Leute irgendwie dran gewöhnen, sag mal, wenn jetzt in Osteuropa quasi eine andere Zeit verinnerlicht haben als jetzt die Westeuropäer, also die richtigen im totalen Westen. Ja, das ist so. Also ich habe heute früh eine Doku geguckt auf Quarks, WDR. Da hat man gesagt, im Osten von Deutschland stehen die Menschen etwa 36 Minuten früher auf als im Westen. Ja, Weil es kein halt Wunder. früher hell wird, logischerweise. Also der Sonnenaufgang hat schon eine große Wirkung auf die Aufstehgewohnheiten des Menschen. Oh, das beruhigt mich ja. Gut, dass ich nicht im Osten geboren wurde. Ich bin ja im tiefsten Westen zu Hause. Ich glaube, das sind die 30 Minuten wahrscheinlich. Ja, nee, Ja. schlussendlich die Frage ist halt, wie kann man seine eigene innere Uhr, also die sollte man ja nicht überwinden oder austricksen, aber ideal wäre natürlich schon, wenn du so lange schlafen könntest, wie du musst, dass du ohne Wecker erwachst und dann halt erst um 10 Uhr arbeiten gehst, dafür halt dann abends bis um 7, 8 Uhr oder halt einfach diese 8 Stunden, die man arbeiten muss. Dann hast du ja sowieso noch Zeit abends und du gehst ja eh nicht vor Mitternacht ins Bett. Also würde das wahrscheinlich für dich, du wärst viel, viel produktiver, du wärst wahrscheinlich ausgeglichener und langfristig auch gesünder. Kann sein. Und du musst in die Ostukraine ziehen, ne? Ja, ich müsste halt, ich würde am liebsten um 6 Uhr arbeiten gehen, plus 8 Stunden Mittagspause, vielleicht bis um 15 Uhr. Das wäre für mich die beste Zeit. Und das ist halt nicht so sozial verträglich, weil die Arbeitgeber das irgendwie noch nicht erlegt haben, dass man die Leute dann arbeiten lässt, wenn sie am produktivsten sind. Natürlich gibt es so flexible Arbeitszeitmodelle, dass du zwischen 6 und 9 Uhr einstempeln kannst, aber für manche ist 9 Uhr immer noch zu früh. Gut, wenn man sich das aussuchen kann, ist man privilegiert und sonst so die armen Schichtarbeiter oder sowas. Ich meine, das ist eh schon anstrengend genug, auch Ja. körperlich. Ne? Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich mich darauf einstellen könnte, wenn ich jetzt wirklich Nachtschicht machen müsste. Die Leute sagen zwar, ja, ich kann ja tagsüber schlafen, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer. Nee, das funktioniert auf Dauer nicht. Kennst du den Jürgen Domian, den Ja, den Night Talkmaster? Talker, ne? Ja. Genau, der hat ja hat nach 20 Jahren aufgehört, aber ein Hauptgrund war eben diese Zeitverschiebung, dass er nachts jeweils diese Sendung hatte ich glaube, von 12 bis 1 oder von 11 bis 12. Ja, 12 bis 1, glaube ich, ja. Und dann nachher am Tag, als er nach Hause kam, versucht hat zu schlafen bei Tageslicht und das ihn einfach langfristig nicht, das hat nicht funktioniert. Und dann ist er immer irgendwo in den Norden gegangen, wo es möglichst lange hell war, hat da Wanderungen gemacht in Schweden oder Norwegen, um einfach so ein bisschen wieder Sonne zu tanken und wieder ein bisschen einen richtigen Tagesablauf zu bekommen. Ich glaube, das war schon, also die Arbeit war nicht anstrengend in dem Sinn, aber einfach die Uhrzeit, wo er gearbeitet hat, das ist offensichtlich langfristig nicht gesund. Wie machen das eigentlich die Leute da in Schweden oder so nahe des Polarkreises, wo es überhaupt nicht dunkel wird, fast über Monate hinweg? Ja, ich denke, Haben der Sommer ist da nicht so schlimm. Du kannst ja das Oder die Fenster ewige dunkel. Dunkelheit im Winter, Ja, ja. die ist schlimm. Ich denke, im Sommer kannst du einfach die Gardinen zumachen und alles stockdunkel machen. Und der Körper gewöhnt sich ja an die Dunkelheit. Also merkt er, es ist dunkel. Aber im Winter, wenn es dann nur so 3, 4 Stunden wirklich hell ist, dann haben sie schon. Da gibt es auch sehr viele Depressionen depressive, oder ja, genau. Alkoholabhängigkeit und so. Das ist schon ein Problem. Ja. Das ist schon interessant, wie man durch von außen wirkende Umstände sozusagen auch die Persönlichkeit, dass sich das auf die persönliche Struktur oder Persönlichkeit sich auswirkt. Das ist schon
Interessant, dass man da pro Landstrich, ich nenne es jetzt einfach mal so, kleine Nuancen hat, wo die Menschen irgendwie ganz anders zurechtkommen müssen, wahrscheinlich. Ja, und in dieser Doku haben sie auch noch ein Modell aufgezeigt von einer Schule. Die haben, die erste Stunde ist offensichtlich wahlweise. Da können die Schüler, die nicht gut aufstehen, morgen gehen eine Stunde später, sind durch das aber viel wacher, konzentrierter, als wenn sie eine Stunde früher aufstehen müssten. Und das wirkt sich auf die ganze Leistung aus. Da hat einer einen Schnitt von 0,5 Punkte besser bei der Notenskala gehabt, nur wegen dieser Tatsache, dass er eine Stunde länger schlafen konnte. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur den normalen Arbeitszeiten geschuldet, ne? Dass die Kinder, Ja. wenn die Erwachsenen, also die Eltern aus dem Haus gehen, dass die Kinder dann auch aus dem Haus gehen sollen, egal wie, in welchem Zustand sie sich denn da befinden. Ja, weil halt die Schule um 8 Uhr losgeht oder um 7:30. Das ist Ja. halt, ja, da hat Tja. niemand auf die Gesundheit geguckt. Da hat es auch geheißen, na gut, um 8 Uhr fängt man an zu arbeiten, also gehen wir auch in die Schule. Sollen sich dran gewöhnen, ne? Müssen ja später auch so machen. Ja, und jetzt eben, jetzt kommt die Frage, wenn die Zeit, also die Zeitumstellung, das hat man herausgefunden, die hat nichts gebracht. Und jetzt wollen sie ja in 2021, wollen sie dann, Ja, jetzt geht's los. jetzt geht's los. Jetzt ist die Frage, was ist besser, Sommer- oder Winterzeit? Wobei Sommerzeit tönt so also positiv. Ja. Also eigentlich Normalzeit und Normalzeit plus eine Stunde. Die in Neuseeland sagen Daytime dazu. Also die haben auch eine Sommerzeit und also Daytime und das andere ist Normalzeit. Oder Daylight Saving Time heißt es so, glaube ich, bei Ja, den so ähnlich, ja Amerikanern. genau, Ja. ja. Also was wäre für dich besser? Hast du eine Präferenz? Ja, ich habe auch immer zuerst die sogenannte Sommerzeit bevorzugt, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Also das gibt jetzt, wahrscheinlich habe ich mich noch nie so damit beschäftigt, also so genauer. Mir kam es einfach, dass im Sommer halt eine Stunde länger draußen bleiben kann. Aber andererseits finde ich auch einen Sonnenuntergang schön und den man den dann Stimmt, der ist fast dann gar nicht sehr mehr erleben spät. kann, ne? Also im Lichte sozusagen schlafen gehen muss, wenn man denn dann arbeitet. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also ich glaube, dass die normale Zeit, dass das, weil es auch mehr im Körper wahrscheinlich drin ist, ne? So durch Vererbung oder was weiß ich, dass das wahrscheinlich eher die normalere Zeit ist. Und das andere wurde immer so künstlich eingeführt und jeden Tag, also jedes Mal, wenn diese Umstellung ist, hat man 3, 4, manchmal so eine ganze Woche, ist man vollkommen konfus. Also, dass das abgeschafft wird, finde ich total gut. Haben ja, glaube ich, auch die meisten Bürger sozusagen in so einer kleinen Abstimmung mal beschlossen. Also, wenn du mich jetzt fragst, ich fände die normale Zeit, dass das einfach so wie früher vor, wann war das, 40 Jahren, wann das umgestellt wurde. Weil das einfach beibehalten wird. Ja, ich denke auch, weil du langfristig, also über das ganze Jahr schaust, hast du wahrscheinlich mehr Lebenszeit, während es hell ist, wenn du die normale Zeit so wie früher nimmst, weil im Winter ist es dann eben auch halt erst um 9 Uhr hell, Ja, und im aber Flieger nicht schon wieder erst, dunkel. ja, aber das kannst du ja nicht, das bringt ja nichts, wenn du das jetzt nach Abend verschiebst. Da hast du halt um 6 Uhr dunkel statt um 5 Uhr. Aber zum Aufstehen am Morgen ist das wahrscheinlich schon besser, wenn es erst, also schon, ich sage jetzt schon um 9 Uhr hell wird, nicht erst um 10. Und die Nee, ganze nee, nee. Umstellung ist sowieso Quatsch. Also das ist immer so ein kleiner Jetlag, den man durchlebt. Und je nachdem, und ja, die innere Uhr muss sich ja immer zweimal im Jahr anpassen auf die neue Zeit. Und weil ja die Gesellschaft verlangt, dass man jetzt einfach um 8 Uhr wieder im Büro ist, ob jetzt Sommer- oder Winterzeit ist, dann von Freitag 8 bis Montag 8 hast du im Prinzip 3 Tage Zeit, dich anzupassen. Kann ja die ganzen Uhren umstellen. Ich meine, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber wenn man da durchs halbe Haus rennen muss und an jeder Uhr rumdreht und sich erstmal die Frage stellen muss, wird es jetzt vorgestellt, wird es zurückgestellt? Alter, dieses Drama, jedes Jahr aufs Neue, das kann sich kein Mensch merken. Dann habe ich diesen Spruch gefunden, im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür und im Herbst stellt man sie wieder zurück in den Schuppen. Dass man, in welche Richtung drehe ich jetzt den Eulenzeiger, wenn es jetzt keine Atomuhr oder sonst was ist? Ja, ich muss mich auch immer daran erinnern, ich weiß einfach, dass es am Abend länger hell ist, also du musst es schon die Zeit
Später sein. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Aber jetzt das machen wir Problem Leute wieder verrückt. Haben wir ja bald nicht mehr. Ja, interessanterweise, das gibt es ja viele Länder oder Kontinente, die kennen gar keine Zeitumstellung. Ja, das hat mich auch gewundert. Also das quasi in Asien, Afrika und Südamerika so gut wie überhaupt kein Land diesen Hokuspokus mitmacht. Selbst Putin hat ja gesagt, sowas mache ich nicht. Das hatten die auch mal und weg damit. Wir lassen es jetzt dabei. Die haben ihre Zeitzonen, klar, aber nicht mehr die gebietsweise oder regionsweise Umstellungen von Uhrzeiten. Ja, Russland überstreckt sich ja über 13 Zeitzonen. Das ist sowieso noch, die haben noch ganz andere Herausforderungen. Ja, ich habe mich sowieso jedes Mal gefragt, wie das irgendwie funktioniert. Also, Züge werden dann angehalten in irgendeinem Bahnhof und fahren dann weiter. Du hast ja gespannt, was. Ja, mit dem Anhalten hast du eine Stunde später, wenn er losfährt. Ja, ich bin sowieso gespannt, was ich meine, ich bin ein EU-Befürworter, auch wenn die manchmal ein bisschen Hokuspokus machen, aber wie das jetzt funktionieren mag, da bin ich jetzt, ich habe echt geschmunzelt, als diese Entscheidung da verkündet wurde. Jeder kann machen im Prinzip, was er will, wenn ich es so richtig verstanden habe. Dann wird dann Niederlande Stunde vor, Belgien zurück, Luxemburg wieder vor. Nein, ich glaube, so wird es nicht sein. Aber ja, aber momentan sieht es so aus, dass gewisse Staaten die Winterzeit oder die Normalzeit befürworten und andere die Sommerzeit. Und das wird dann natürlich schon schwierig, wenn du da viel reist oder mit geschäftlich mit Leuten Kontakt hast, die zwar nur im Nachbarland sind, aber immer eine Stunde Differenz ist. Tja. Aber da gewöhnt man sich wahrscheinlich dran. Ja. Ja. Ich weiß es nicht genau. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ja, aber ich denke, durch die Nicht-Umstellung eben fällt dieser Jetlag weg, weil immer nach der Umstellung gibt es mehr Leute, die krank sind, es gibt mehr Verkehrsunfälle, Krankenhäuser haben offensichtlich mehr zu tun, einfach weil der Mensch aus seinem Rhythmus gerissen wird und irgendwie nicht mehr so konzentriert ist oder weniger lernfähig, weniger wach, also einfach ja, einen Mangel hat an Schlaf, eine Stunde Schlaf, weniger schlafen, ist ja vor allem, der Mensch schläft da tendenziell eher zu wenig und wenn er dann noch eine Stunde weniger kriegt, dann ist dann schnell mal... Ja. Also theoretisch sollte man schon am Freitag vorher früher ins Bett gegangen sein, am Samstag wieder früher, genau, und dann am Sonntagabend nochmals ein bisschen früher, einfach damit man sich schon ein bisschen daran gewöhnt, aber das macht wahrscheinlich keiner. Nee, das ist Quatsch. Im Hinterkopf steckt dann immer, im Oktober, da hole ich das alles wieder auf. Ja, da ist es ja weniger schlimm, da kannst du eine Stunde länger schlafen und da passiert ja wahrscheinlich nichts. Aber die meisten, die heute leben, die kennen das ja, sind ja quasi auch damit aufgewachsen. Aber das fällt ja dann weg. Ich bin gespannt, ob das wirklich so kommt. Einige sagen ja auch, um dem Frieden, lieben Friedenswillen, lassen wir das alles so, wie es ist. Wer weiß, was da kommt. Ja, natürlich wissen wir es nicht. Aber ich denke, es ist eben auch der Aufwand zum Umstellen ist viel zu groß. Also man könnte sich, also man müsste sich einfach einigen, so wie es jetzt die Zeitzonen sind, dass alle zusammen entscheiden durch Abstimmung. Grad oder von was. Bis, ne, dann zack rüber. Ja. Weil sonst macht es keinen Sinn, das stimmt. Und die Schweiz passt sich halt an der Mehrheit in Europa an. Ja, wir können ja auch nicht selber, also wir könnten schon selber entscheiden. Das war früher mal so. Ich glaube, Italien hat früher umgestellt. Wir sind da jeweils in den Urlaub gefahren. Da musste man für Italien die Uhren eine Stunde zurückstellen. Ja. Weil die schon Sommerzeit hatten und die Schweiz hat ein bisschen hinterhergehinkt, so 1-2 Jahre. Das kann ich mich noch erinnern. Das war interessant. Das war immer ein Erlebnis als Kind. Ja, jetzt müssen wir die Uhren zurückstellen. Obwohl du nur mit dem Auto ins Nachbarland gefahren bist. Ja, da gibt es ja auch die Besserwisser, die dann sagen, haha, die Zeit wird ja gar nicht umgestellt, sondern nur die Uhr. Ne? Ja, das stimmt. Das Problem ist, dass die ganze Welt nach der Zeit geht und nicht nach deiner Uhr. Wenn du natürlich selbstbestimmt leben kannst und dir egal ist, wie viel Uhr es jetzt ist und du keine sozialen Kontakte pflegen würdest, dann könntest du ja deine eigene Zeit, dann müsstest du auch keine Uhr tragen, dann stehst du zum Sonnenaufgang auf und zum Sonnenuntergang gehst du wieder ins Bett.
Ja, wir haben jetzt eigentlich, wer hat denn eigentlich die Zeit erfunden? Ja, jetzt driften wir aber ab. Ne? Das weiß ich nicht. Also früher hat man sich ja nach der Sonne gerichtet und um Genau. mittags um 12 war dann der höchste Sonnenstand und das hat sich Ja. irgendwie so mit Sonnenuhren. Dann war halt um 6 Uhr war gut. Man hat sich ja auch gut gearbeitet auf dem Feld oder ich weiß nicht was. Und dann zack, um 4, 5 Uhr ging es wieder los. Ne? Wahrscheinlich hatte man damals nicht wirklich Probleme. Die Probleme kamen erst mit Terminen und mit auf Zeit irgendwo sein und mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Ja. Weil heute rennen ja alle der Zeit hinterher. Oder die meisten. Ich habe doch keine Zeit. Genau. Dabei hat er jede Zeit ohne Ende. Ja, Echt? wie holen wir jetzt diese Zeit, diese Stunde wieder auf, die wir verloren haben? Gibt es da irgendwelche Ja. Bestrebungen? Tja. Man könnte Gut, dass ja es einfach den auf dem Fernseher Sonntag ist. ausschalten. Genau, dann heute kein Fernsehen und kein Handy und schon hat man die Stunde wieder gewonnen wahrscheinlich. Das stimmt. Also, wie sagen wir dazu, die Zeitfresser schlechthin? Einmal, ja, ich gucke mal eben meine Mails nach oder ich schaue mal eben was bei Facebook. Bums, ist eine Stunde rum. Ne? Kannst du machen, was du willst. Ja, ich denke, schlussendlich muss jeder entscheiden, wie viel Zeit er wo investiert. Und was auch noch herauskam bei dieser Doku, man sollte viel häufiger rausgehen am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, um mehr Tageslicht zu bekommen, weil Tageslicht hat irgendwie mehrere tausend Lux und eine Bürolampe hat etwa 220 Lux. Soll man gar nicht Also, meinen. Ne? Ich glaube, auch nee, das, ja. Vitamin D wird ja auch nur über die Haut und über das Sonnenlicht aufgenommen. Sollte man schon ausnutzen. Also Und die eher viel. am Morgen dann Vormittag einen Spaziergang machen zur Arbeit und am Abend mit dem Auto oder mit der Bahn nach Hause fahren, weil dann wird der Körper eher wach. Also es geht um Melatonin im Körper, wird durch das Sonnenlicht dann der Spiegel wieder ja, reduziert und mit der Dunkelheit steigt er wieder. Also am Abend weniger Blaulicht, also keine Geräte, die Blaulicht haben, Handy, Fernseher und so weiter. Und am Morgen halt möglichst viel Tageslicht. Also wenn ihr versucht, also wenn du früh aufstehen müsstest, müsstest du möglichst schnell rausgehen. Oder auf meinem Handy diesen Blueton abstellen. Ne? Ho, ho, Nee, am Morgen einschalten, damit du wach wirst. Ach so, stimmt. Aber ab am Abend dann halt ne, dieses Genau. rötliche, ich weiß gar nicht, wie das heißt, True Tone, keine Ahnung. Gibt es da so eine nette Funktion beim iPhone, Ja, wo die dann das so da. gelblich wird. Ja, es Ja, gibt so genau. Tageslichtlampen, wo man sich bestrahlen kann, aber das ist halt einfach nur eine Krücke. Also von dem her rausgehen an die Sonne, auch wenn es wahrscheinlich nur eine Viertelstunde, halbe Stunde ist, hilft es wahrscheinlich sehr viel, um wach zu werden. Weil die innere Uhr kannst du ja nicht so gut anpassen. Wobei sie haben auch Studien gemacht, dass die Leute, die dann häufig, also die haben Studien gemacht mit Campern, die haben Leute zum Campen geschickt, wo sie dann Aha, wirklich vom draußen. Tageslicht abhängig sind, jawohl. Und da hat sich die innere Uhr viel schneller an, ich sage mal, die Helligkeit draußen, also die natürliche Helligkeit angepasst. Also von dem her könnte man seine innere Uhr schon ein bisschen an die Zeit, wie sie draußen ist, anpassen, indem man einfach sehr viel draußen ist. Es war auch ein Spaß jetzt, um die Zeit zu campen. Ja, das ist klar, ja. Ja. Und sie haben auch Studien gemacht in einem Bunker, wo sie kein Tageslicht haben. Ach du heiliger Da Mann, haben ja. die Leute auch nach ihrer inneren Uhr geschlafen und gelebt. Und bei den Lerchen, also so wie ich, da ist die innere Uhr etwas kürzer als 24 Stunden und bei den Eulen, so wie bei dir, ist sie ein bisschen länger wie 24 Stunden. Ich glaube, war das jetzt auch in der Quarks? Ich verlinke die mal in den Ja. Show Notes, ne, Ich diese. verlinke die mal. Sehr spannend, geht 45 Minuten. Könnt ihr also erst im Oktober anschauen, wenn ihr die Stunde wieder gewonnen habt. Seid ihr ja im Zeitstress. Ja, nee, aber Ja, ich habe sehr auch interessant. von Leuten ge oder von Experimenten gehört, die wo die Leute nicht eingesperrt, aber sag mal im Dunkeln sozusagen waren und sich dann manche einfach die Zeit dann hinterher mussten sie einschätzen, ob jetzt ein Tag rum war oder nicht. Ich glaube, fast bei allen hat sich der Tag einfach ausgedehnt. Es ist immer länger geworden. Ja, Dann haben weil die es halt dann. schwierig ist, das so zu bestimmen. Das ist schon kurios.
Aber offensichtlich bleibt die innere Uhr dann schon irgendwie bestehen. Man wird dann irgendwann müde, weil das Schöne wäre ja, wenn man dann ins Bett gehen kann, wenn man müde ist und dann aufstehen könnte, wenn man wach ist. Und wenn man das regelmäßig macht, über Wochen, dann wäre das wahrscheinlich relativ gleichmäßig und so müsste man sich die Arbeit dann irgendwie einteilen. Aber das geht leider in unserer Gesellschaft nur sehr schwierig. Ja, muss man Ja, schon aber halt als auch. Eremit im Wald leben oder sowas, ne? Nee, aber ich finde es halt immer, für mich ist es immer schwierig, wenn ich Brettspiele spiele am Abend, wenn es erst um 19 Uhr losgeht, dann bin ich um 21:30 Uhr, bin ich dann müde, dann lachen sie mich aus. Und wenn ich um 11, 12 ins Bett komme, dann habe ich am anderen Tag Mühe aufzustehen. Also ich stehe zur gleichen Zeit auf, habe auch einfach zu wenig geschlafen. Und die Ich glaube, die anderen machen das schlafen. extra, damit die eine Chance haben Genau. zu gewinnen. Ne? Die setzen es erst links um 20 Uhr an. Ja, wenn ich am Morgen um 7 Uhr ein Brettspiel ansetzen würde, würde einfach keiner kommen, weil da alle Ja. sagen, da schlafe ich noch. Ja, Du es hat hast schon aber, hast es echt Nachteile. schwer im Leben. Ne? Nee, aber ich glaube, es sind mehr Leute Eulen wie Lerchen, oder man hat sich irgendwie so entwickelt, der Mensch. Ja, scheint so. Ja. Naja, schlussendlich muss jeder selber mit seiner inneren Uhr zurechtkommen. Ja, wenn er nicht jeden Tag aufs Neue sozusagen geeicht wird. Nee, na eben, vor allem eben regelmäßig und man sieht auch, dass viele Menschen 5 Tage zu wenig schlafen und dann am Wochenende ausschlafen und das wieder kompensieren, ist ja auch Das nicht die machen aber beste. sehr, machen eigentlich alle, ne? Die sagen, oh, jetzt will ich Ja, mal ausschlafen. ist ja Aber eigentlich der falsche Weg. Eigentlich sollte man jeden Tag gleich viel schlafen oder gleich viel Schlaf bekommen. Das wäre wahrscheinlich ja. gesünder. Oh, ich weiß nicht. Ich kenne wirklich arme Menschen, die um 4 Uhr aufstehen und das wirklich nicht deren Zeit ist. Ne? Ja, aber da müsste man ja irgendwas dagegen tun, weil das kann ja nicht, langfristig funktioniert das ja nicht. Das ist ja für den Arbeitgeber nicht gut und für den Arbeitnehmer, weil der eine wird krank und der andere kriegt nicht die gute So. Arbeit, die er tun würde, wenn er 2 Stunden später arbeiten würde. Ja, ich glaube, dieses Homeoffice-Geschichte ist wahrscheinlich der richtige Weg. Obwohl sich ja viele auch selbst ausbeuten, aber das Gefühl ist wahrscheinlich besser. Ja, dass Wahrscheinlich ist man. das Gefühl besser. Ob die Produktivität höher ist, würde ich jetzt mal bezweifeln. Oh, ich glaube schon, dass man, wenn man genau zu der Zeit arbeitet, wo man gut drauf ist, sozusagen, ne, dass man da auch ohne Ablenkung, so schön der Tratsch auf dem Flur und sonst was sein mag, man auch sicher Informationen bekommt, die man sonst nicht bekommen würde. Das ist ja ein Nachteil dieses Homeoffice-Verfahren. Aber glaube ich schon. Also ich habe es immer so erlebt, ich habe immer gern 1, 2 Tage in der Woche eingelegt, wo ich wirklich voller Konzentration und ungestört, vor allen Dingen durch Telefonate und was weiß ich, an einer Sache arbeiten kann und dass man da sicher besser zurechtkommt, finde ich. Ja, man muss halt konsequent arbeiten können, sich nicht ablenken lassen durch alltägliche Sachen und man spart sich halt den Arbeitsweg. Das ist schon ein Vorteil und man ist in seiner gewohnten Umgebung und kann, wenn man da in Ruhe arbeiten kann, ist das wahrscheinlich schon für manche produktiver. Ja, Tja. dann mache ich doch heute Homeoffice. Ich auch. Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und Ja. freue mich aufs nächste Mal, wenn es heißt Zeit ohne Ende. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis nächste Woche. Danke, Tschüss. tschüss.